Ja, zuerst wieder kurz Corona. Es wird ständig geredet im Fernsehen von Infektionen und Fällen. Und wahrscheinlich ist dabei aber wahrscheinlich kein einziger echter Kranker dabei. Ja, also da wird einfach aus der Tatsache, dass es ganz normal ist, dass Menschen Viren begegnen. Manche lassen sie gar nicht in sich rein, weil sie so stark sind vom Immunsystem her. Manche sozusagen bilden schnell Abwehrkörper dagegen und so weiter. Und all das, da wird also mit einem wackeligen Test, der wahrscheinlich viele falsch negative Testergebnisse und viele falsch positive Testergebnisse hat, wird da rumgemacht und wird uns wieder Panik gemacht und Angst gemacht mit den Worten Infektionen und Fälle. Und dabei wird völlig überhaupt nicht erwähnt, wie viele denn krank sind von denen, wie viele denn akut Corona krank sind. Wahrscheinlich wird das nicht erwähnt, aus einem ganz einfachen Grunde wahrscheinlich, weil kein einziger wahrscheinlich Corona krank ist davon. Ja? Das heißt, man sperrt die Leute in ein Gefängnis, gegen dass sie dann mit Gewalt gegen die Polizei reagieren und so weiter, obwohl wahrscheinlich kein einziger krank ist, ja? Wie von den ganzen 1000 angeblich Corona also infizierten Mitarbeitern bei Tönnies oder wie diese Firma heißt, Fleischfabriken und so weiter. Wie viel sind denn davon aktiv krank? Auch wahrscheinlich kein einziger, sonst hätte man das doch erwähnt, ja? Und wie viel, geschweige denn, wie viel sind davon gestorben? Wahrscheinlich auch kein einziger. Also es zeigt, dass das Ganze ist, dass sich nach wie vor die gesamte Politik und die gesamte Journalistenschaft der Großmedien einfach in dem Irrtum befindet, dass es richtig sei, einfach blind auf die marktwirtschaftliche Medizinindustrie zu hören und alles zu glauben, was davon kommt und entsprechend die pa Bevölkerung so unter Angst zu setzen, damit sie sich an die vermeintlich so wertvollen Maßnahmen hält, sozusagen. Während der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmann, ganz offen zeigt, die Maskenpflicht ist nicht für die Herren, sondern nur für die dummen Sklaven. Die sollen sich dran halten, aber doch nicht wir Herren, ne? Und RTL geht jetzt raus, angeblich aus der Formel 1. Und die Formel 1 ist nur noch im Pay-TV zu kriegen. Das zeigt also, dass wir problemlos, was wir ja vorhaben, die nextscientistsforfuture.de, alles ein Wort, eben, dass wir nur noch Gesundheitssportarten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zeigen dürfen, sozusagen. Ja, und das zeigt doch ganz problemlos, dann sollen sich die krankmachenden Sportarten wie Autorennen, wo es ständig Verletzte gibt oder Tote gibt, oder Boxen oder so, diese und alle anderen oder eher schädlichen Sportarten, volkswirtschaftlich eher ruinösen Sportarten, ja, die sollen doch dann eben im Pay-TV gezeigt werden. Da können die Leute doch dafür bezahlen und dann ist die Freiheit gewahrt, aber doch das öffentlich-rechtliche Fernsehen darf doch ausschließlich sich Gesundheitssportarten zeigen, ja, also das scheint ja nämlich also kein Problem zu sein. Also alles krankmachende, verletzungsintensive rüber ins Pay-TV kann ja jeder Freiheitsrecht, jeder kann sich das ja kaufen. Und aber im öffentlichen rechtlichen Fernsehen keine verletzungsintensiven Sportarten mehr. Na? Gut, also das ist aber Zukunftsmusik, ist klar. Trump versucht ja auch so gut wie möglich Corona zu ignorieren. Bei seiner Wahlkampfauftaktveranstaltung hatte wohl kaum jemand eine Maske auf und so weiter. Ja, wahrscheinlich hätte er das von Anfang an tun sollen und hätte sich nicht von der marktwirtschaftlichen Medizinindustrie da irre machen lassen sollen. Ja, denn bis jetzt, wie gesagt, höre ich aus Weißrussland und aus
Tansania und aber auch aus Schweden, außer einer einzigen Zeugin, die behauptet, dass ihr in ihrem Bekanntenkreis ungewöhnlich viele Leute dieses Jahr gestorben seien, haben wir nicht einen weiteren Zeugen. Wir müssten doch jetzt, die Journalisten sind ja ganz gierig drauf, wir müssten hunderte von Zeugen jetzt haben, die ständig in die Kamera sagen, vor den begierigen Journalisten, die sowas natürlich gerne hören würden. Ja, in meinem Bekanntenkreis sterben zurzeit, sind gerade doppelt so viel, dreimal so viel Leute gestorben, wie zum Beispiel im bei der schlimmen Wintersterblichkeit 2018. Ne? Ja, so, und dann Rosa-Luxemburg-Stiftung hat wieder eine völlig wertlose Sendung gemacht, eigentlich völlig keinerlei Ideen zu bemerken sozusagen, sondern einfach nur, da ist der Traum von der Gesellschaftung der Produktionsmittel noch da, obwohl Deutschland wahrscheinlich das Land ist, das weiter als jedes Land der Erde weg davon ist, dass es jemals dazu kommen wird. Da wird einfach nur geträumt und da wird eben die alte marxistische Rhetorik wiederholt, aber im Prinzip null Ideen. Null Konzepte, ne? Ja, und dann die Extinction Rebellion sind in Sendungen aufgetaucht, wo dann eben wieder ihr Ansatz einer Bürgerinnenversammlung erwähnt wurde. Andere reden ja von Volksentscheiden und von sozusagen ja letztendlich von Volksentscheiden, von gelosten Bürgerversammlungen und so weiter. Da lege ich meine Hand für ins Feuer, wie gestern bei der Rede, das wird nicht kommen, so sicher wie das Amen in der Kirche, denn wenn eine Partei mit Bürgerinnenversammlung antritt, braucht sie Jahrzehnte, bis sie 51% erreicht. Und bis dahin ist sie so gut Freund mit den Lobbyisten und mit der High Society geworden, dass sie die Bürgerinnenversammlung gar nicht mehr interessiert. Das läuft dann genauso wie bei den Grünen, ja? Beim Joschka Fischer haben wir es ja gesehen, der wurde immer feister und fetter, weil er in der Gesellschaft der Lobbyisten und High Society natürlich immer mehr vollgestopft wurde von allen Seiten, möglicherweise auch finanziell. Und dann wurde er eben auch zum Kriegstreiber, ja. Aus dem Pazifisten wurde der Kriegstreiber, ja. Und so ist das eben mit jeder Partei, weil das System so ist. Das ist ein System. Das System führt immer zu der gleichen Evolution, ja. Irgendwann gewinnen die ganzen Riesenarmeen an Lobbyisten, gewinnen die Freundschaft der Politiker und die High Society lädt sie ein und so weiter. Und irgendwann sind sie eben keine Bürgervertreter mehr, und Repräsentanten mehr, sondern sie sind Freunde der Lobbyisten und der High Society. Und dann ist es ganz selbstverständlich, dass die auch allmählich anfangen, genauso zu denken wie diese. Ja, und von daher ist also sozusagen das real nicht durchführbar. Und die Politiker jetzt, die jetzt an der Macht sind, die Kaste, die jetzt die Macht fest in den Händen hat, der bietet ja die Bürgerinnenversammlung eigentlich nur an: Bitte, wir wollen euch eure Macht wegnehmen. Wir wollen sie auf die Bürgerinnenversammlung verlagern. Nur sagen die Politiker: Aha, ihr wollt uns nur was wegnehmen, aber nichts geben. Ihr wollt nur nehmen, nichts geben. Ja, was haben wir davon? Also nichts. Also ihr nehmt uns nur was weg, aber ihr gebt uns nichts. Also werden wir das nie machen. Und genauso läuft es auch in der Praxis. Ja, ich erinnere mich an die Kommentare, wenn also sobald das Wort Volksabstimmung kommt, ja, dann sagen die Politiker reflexartig sofort: Ja, nee, da die Menschen würden ja dann in Todesstrafe befürworten und dies und das und schon ist es vom Tisch. Ja, also das wird einfach weggewischt sozusagen, denn man lässt sich, wenn man wir haben nun mal der politischen Kaste die Macht gegeben. Und die lässt sie sich jetzt nicht mehr nehmen. Also müssen wir der
den Politikern was geben und die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme mit der Unterstimme Sicherheitsstimme gibt den Politikern mehr Schutz vor Straftaten, gibt ihnen mehr Schutz vor krankmachender Ernährung, gibt ihnen mehr Schutz für Krebs, vor Krebs, Herzinfarkt und Co. und gibt ihnen ein viel, viel längeres, gesünderes Leben, gibt ihnen 10-mal mehr Lebensqualität. Ja? Also das heißt, wenn wir einmal mit der Politik ins Gespräch kommen über Kooperation mit Fridays for Future, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Carla Riemsma und so weiter, dann ist es möglich, die Politiker zu überzeugen, dass die Wohlfühlstimme und die Sicherheitsstimme und so weiter und die ganzen Reformen ihnen etwas geben und eben nur ganz wenig wegnehmen. Ja, natürlich nimmt es ihnen einen Teil ihrer Macht, wenn quasi die Bürger dann quasi sozusagen die Politik und die Wirtschaft in den Dienst der Bürger zwingen über die Wohlfühlstimme und Sicherheitsstimme. Aber die Politiker profitieren eben selber auch gewaltig davon. Und das ist der Punkt. Während bei Bürgerinnenversammlungen, Bürgerräten, was weiß ich, Zufallsauswahlen und so weiter und Volksentscheiden, da werden einfach die Politiker immer wieder nur sagen, aha, ihr wollt mir was wegnehmen und ihr wollt mir nichts geben. Schlechtes Geschäft für mich, lehne ich ab. Ja, und so läuft das. Ja, und wir müssen den Politikern Glück, Gesundheit, Langlebigkeit und Sicherheit geben und schenken. Und dann sagen sie, okay, dann lassen wir das mal zu, dass es zu den Reformen kommt. Ja, ja, das ist die Sache. Und dann schauen wir uns natürlich wie immer an die. Das sind also, wie gesagt, die hier aufgelisteten sind nicht die inkompetentesten, sondern das sind noch die kompetentesten, die übrig geblieben sind, mit denen es sich überhaupt noch lohnt, sich zu beschäftigen. Alles andere, was sozusagen in der Gesellschaft sonst noch so rumwurschtelt, ist gar nicht der Rede wert. Also lest euch die Namen durch hier. Also hier von hinten angefangen, also die ganzen Verschwörungstheoretiker. Nochmal ein Stichwort zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, da ist der Grundfehler hier sozusagen, ist auch gestern wieder Thema gewesen, bedingungsloses Grundeinkommen. Der Grundfehler ist, dass das bedingungslose Grundeinkommen sich auswirken würde wie ein gewaltiges Kindergeld. Und wir haben sowieso schon viel zu viele Kinder im niedrig qualifizierten Bereich. Und viel zu wenig Kinder in diesem Bereich. Um die Überbevölkerung zu reduzieren, müssen wir generell die Kinderzahl reduzieren und nicht noch Kinderprämien sozusagen aussetzen, sondern wir müssen hier, da müssen wir alles machen, da müssen wir die Prämien aussetzen, dass also unsere klugen Frauen, unsere Akademikerinnen, unsere Professorinnen, unsere Fachkräftinnen sozusagen, dass die wieder ein paar Kinder bekommen wenigstens, und hier müssen wir dafür sorgen, dass hier null Kinder geboren werden, denn daran wird Europa sterben. Das sage ich also nochmal ganz hart, das ist moderne Biologie. Zum Leidwesen aller Gleichheitsfanatiker ist die Evolution, in der wir alle leben, ein Ungleichheitsgenerator allererster Güte. Ja, überall Mutation und Selektion und genetische Variationen, unser Genom. Also es gibt, wenn zwei Eltern ein Kind bekommen, dann ist das immer grundsätzlich ungleich zu den Eltern. Ja? Überall stecken Variationen drin. Und das ist die Evolution. Und das ist aus gutem Grunde so. Ihr Leute studiert Evolutionsbiologie, dann werdet ihr das verstehen, warum das so sein muss in diesem Universum. Und das bedeutet eben, dass letztendlich Europa wird sterben. Diese spätrömische Dekadenz, die öfters erwähnt wird, ist in erster Linie die Tatsache,
dass wir zu viel, ich sag's mal ganz hart, saudumme Kinder haben, die nie irgendeinen nützlichen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten werden können und viel zu wenige saukluge Kinder haben. Ja, und das wird uns umbringen, so sicher wie das Amen in der Kirche, wenn wir nicht die Reformen der Next Scientists for Future bekommen, dass wir endlich das alles total ändern. Ja, und um uns genetisch zu befruchten, ist es ja gut, wenn aus aller Welt Leute kommen, auch wenn es für die Leute selbst schlecht ist, weil sie, wenn sie im Äquatorbereich genetisch angepasst sind, dann werden sie häufiger krank oder mehr krank, kränklich werden, wenn sie in den Norden oder in den Süden gehen, sozusagen. Also wer äquatorial angepasst ist, sollte seiner Gesundheit zuliebe eigentlich im Äquatorialbereich bleiben oder darin wieder zurückkehren. Aber gut, wenn die Leute das unbedingt wollen, wenn aus aller Welt dann frische Gene zu uns kommen, die sich mit uns durchmischen, sozusagen, dann bitteschön, aber nur im Hochleistungsbereich. Milliardäre, Top-Wissenschaftler, Top-Fachkräfte und so weiter. Gerne gesehen, dann führt es zur genetischen Befruchtung und Aufwertung, denn nach einigen Generationen verdünnen sich die Gene, auch diese Nichtangepasstheit an unsere Region wird immer schwächer sozusagen durch die genetische Verdünnung sozusagen. Und dann haben wir genetische Befruchtung und also insofern ist gut, Multikulti, aber bitteschön nur im Hochleistungsbereich, ja? Also sozusagen so viel als Absage an all diese Rassistenspinner sozusagen. Ja, also das heißt also, wir schauen uns nochmal die Namen an. Also, was haben wir hier noch Schönes? Ja, alles, was ihr hier lesen könnt, ist das am wenigsten Schlechte der gesamten Gesellschaft und Welt, ja, aber es sind alles Irrtümer, ja, und schaut euch die. Ich mach's noch mal an einem Beispiel kurz, sozusagen nach dem Motto: Keine Sendung ohne ein Beispiel. Ja, gerade gestern waren ja wieder die Corona-Demos und so weiter gegen und so weiter Querdenken. Und hier also dieser Früharzt denkt: Liebe Leute, ihr dürft euch nur naturbelassen ernähren. Gerade lief ja wieder bei Arte die Sendung, wie dieser ganze Müll, den wir im Supermarkt und sonst wo kaufen, wie der unser Gehirn schädigt, wie er uns aggressiv macht, wie er uns strunzdumm macht, wie er zu Gehirnschrumpfungen führt, alles lange bekannt, ja? Aber wir sind halt konsumsüchtig heutzutage. Und ja, und dieser Früharzt, der sagt halt: Leute, ihr müsst weiterhin nur dieses naturbelassene Zeugs essen, weil alles andere würde euch immunschwach machen und überhaupt erst anfällig, nennenswert anfällig für Viren und Bakterien machen. Ja, das ist ein guter Früharzt. Ja, und dieser Früharzt der Evolution ist der sich irrt, der erste, der sich irrt in der Evolution nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion. Und er sagt: Nein, ihr könnt unbedenklich das moderne, denaturierte Zeugs essen. Das ist genauso gesund. Ihr müsst nur meine Impfungen, Tests, Chemotherapien kaufen. Denn ihr müsst das kaufen, weil die Viren und Bakterien sind selbstverständlich alle Killer und so weiter. Ja? Und dieser Irrtum erweist sich als vorteilbringend, gewinnbringend und karrierefördernd. Deswegen kann er dann zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und so weiter. Und daraus entsteht eine Großfamilie der Medizinprofessoren, die heute die gesamte Welt in der Hand haben und beherrschen mit ihren Übertreibungsirrtümern von der angeblichen Killergefährlichkeit von Viren und Bakterien. Ja? Das heißt, und jetzt, wenn wir die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten einführen als Messgröße, dann erweisen sich diese Irrtümer nicht mehr als vorteilbringend, sondern als nachteilbringend und dadurch sterben dann die Irrtumsträger aus, es sei denn, sie lernen um.
Und nur die Wahrheitsträger sozusagen deren Gedanken werden sich als vorteilbringend, gewinnbringend und karrierefördernd erweisen, sodass wir dann ruckzuck eine Totalkehrtwende der Gesellschaft haben. Und ja, das nur als eines von Millionen möglichen Beispielen darüber, wie die Marktwirtschaft uns alle ruiniert und weswegen all die Konzepte hier sind, die hier sind, alle uns nichts bringen, weil sie uns alle das Problem nicht lösen, sondern dass die grundsätzlichen Probleme der typischen Evolutionsprozesse im Rahmen der Marktwirtschaft gar weder verstehen noch lösen können. Also bitte diese Namen alle sichten. Aber bevor ihr irgendwas anderes im Internet schaut oder irgendwas anderes euch zu Gemüte führt, dann wenigstens diese, weil die wenigstens irgendwo überall noch irgendwo eine kleine Ecke an Wahrheit haben, ja? Und alles andere ist völlig wertlos, ja? Also wenn ihr sagt, ja, ich will ja nicht nur auf die Next Scientists for Future vertrauen, ich will ja auch noch andere Quellen, dann schaut euch wenigstens diese Quellen an, weil hier wenigstens noch Reste von Teilwahrheiten drin sind, ne? Und alles andere haben wir geprüft, und ist so wertlos. Ich denke gerade wieder an den Eso-Spiro-Psycho-Unfug sozusagen, der überall vorherrscht. Da solltet ihr völlig die Finger von lassen. Das ist völlige Irreführung, ne? Und Abzocke und was auch immer, ne? Ja, das war's mal wieder für jetzt gerade und ja, bis später, tschüssi.